Hallo YouTube, hallo Welt. In dem Teil meines Tutorials soll es mal darum gehen, um die MS-Config. Die erreicht man wie folgt: über Start Programme MS-Config hier unten eingeben, über alle Programme Zubehör, dann Eingabeaufforderung dort MS-Config eingeben oder am allereinfachsten Windows-Taste plus R, MS-Config hier reinschreiben, okay. Dieser Computer ist jetzt neu installiert. Das sind noch alle Systemeinstellungen so, wie es von Windows 7 standardmäßig sind. Das hier wird sich gleich verändern, darum brauchen wir das nicht einstellen. Gehen wir weiter auf Start. Erweiterte Optionen. Dort stellen wir erstmal ein, dass unser Computer vier Prozessorkerne hat, die vom Windows einschalten, also Computer einschalten, schon verwendet werden sollen. Hier können wir jetzt noch die Auslagerungsdatei einstellen, also wie viel Arbeitsspeicher er haben soll. Das lassen wir aber so. So, Dienste. Wechseln wir rüber auf Dienste. Da kann man jetzt einstellen, welchen Dienst man braucht oder nicht braucht. Einfach jetzt Windows Fax Dienst, wenn man nicht braucht, Haken raus, übernehmen. Dann wird er nicht mehr mit gestartet. Oder auf System Start, diese Ask Toolbar, die brauchen wir ja nicht unbedingt. Nehmen wir es raus, gehen auf Übernehmen. Okay, jetzt werden wir gefragt, ob wir das System relevant übernehmen wollen. Quasi jetzt oder später, weil das wird erst beim Neustart wirklich systemrelevant übernommen. Gut, das war's. Bis zum nächsten Mal.